Die Märkte konnten gestern noch weiter zulegen, aber heute folgt bereits der ungeschönte Blick auf die Wahrheit. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, und bevor wir zur Tagesanalyse übergehen für unseren DAX und wir uns einige Chartreihen anschauen, der Blick zu oder die eine Frage, die ich euch stellen möchte: Was stimmt mit dieser Grafik hier nicht? Zu sehen ist der nächste Quartalschart seit knapp 1990. Der große Haken nach unten ist die Dotcom-Bubble. Daneben der kleinere ist die Finanzkrise. Und danach folgt die Rekordhosse, die in ihrem Ausmaß zeitlicher Dimensionen auch nach Punkten eben einen Rekord darstellte. Und direkt dahinter seht ihr den wirtschaftlichen Einbruch, die stärkste Rezession seit knapp 80 Jahren in den USA. Die scharfe Korrektur ist wunderbar am Chart zu erkennen. Ja, eben nicht. Der Nasdaq steht nah auf seinem Allzeithoch, steht auf dem Niveau vom Ende letzten Jahres vor Corona-Ausbruch. Also man erwartet weiter Steiggewinne wie damals, als ob nichts passiert wäre. Und es ist natürlich eine kleine Divergenz, die sich auftut hier, so Realwirtschaft. Wir blicken hier einfach mal in dieses Bild nochmal hinein. Der Nasdaq-Anstieg im Vergleich zu den Bilanzsummen der Notenbanken und dann auch zu den Gewinnerwartungen, die ich euch eben erwähnt habe, die im Fallen sind. Die Gewinnerwartungen stehen ja nicht so auf dem Niveau vom letzten Jahr und das heißt, ach, nächstes Quartal noch besser, übernächstes Quartal noch besser, immer steigende Gewinne. Nein, eigentlich haben wir mit Corona einen starken Einbruch der Gewinne, aber der Nasdaq steht immer auf dem Niveau von vor der Corona-Krise und hat sich wirklich im ersten Halbjahr dieses Jahres eine starke Divergenz ausgebildet zwischen Fundamentaldaten und eben dem Kursverlauf, speziell bei den Techs, bei den breiteren Indizes ist es nicht so extrem ausgebildet, aber bei den Techs ist es doch schon mittlerweile extrem. Das sind Ausdehnungen, die kennt man eigentlich nur aus der Dotcom-Bubble. Und einige Stimmen werden immer laut, ja, was soll denn auch jemals wieder passieren mit dieser Notenbank-Power im Hintergrund? Können die Kurse gar nicht mehr fallen? Dagegen kann man natürlich sagen, okay, aber im Frühjahr sind sie auch gefallen. Notenbank Power gibt es seit 2009. Im Frühjahr sind sie auch 40%, zumindest mit dem DAX 40% ging es runter. Konnte auch nicht aufgefangen werden. Und es gibt ja historische Beispiele. Können wir uns gerne hier anschauen. Zu sehen ist der Nikkei-Index, japanische Leitindex, seit 1980 im Quartalschart. Also wirklich ganz großes Bild. Japan, die Bank von Japan, also die japanische Notenbank, ist ja in der Geldpolitik gut ein, zwei Schritte weiter. Sind auch schon viel länger in der Lockerungspolitik drin. Dann kaufen sie Aktien-ETFs auf, sie kaufen allgemein, gehen sie in Aktien rein. Also sie haben sich wirklich groß eingekauft in den Indizes und sind eigentlich in der Geldpolitik, kann man immer hinschauen, wenn man den nächsten Schritt in Europa geht oder Amerika, eigentlich gibt es bereits ein Beispiel dieser Lockerungspolitik und das sitzt in Japan, einer der größten Notenbanken. Und ja, wenn man den Nikkei so anschaut, muss ja sein, jahrelang ultra lockere Geldpolitik, kann ja nur steil bergauf gehen, hat ja ein Fangnetz und das Geld muss ja irgendwo angelegt werden. Aber wenn man den Nikkei so sieht, seit 1980, Buy-and-Hold-Strategie wäre da nicht so gut gewesen, also endlos nach oben geht es nicht. Ökonomisch gesehen auch großes Fragezeichen dahinter. Japan war bereits vor der Corona-Krise im vierten Quartal stark in einer Rezession und ökonomisch nicht viel gebracht und am Aktienmarkt eben auch nicht. Also wenn man sagt, es kann nur noch nach oben gehen, weil man die Notenbanken haben, da kann man einfach mal sagen, okay, dann schauen wir mal rüber in den Fernosten. Da sieht man ja genau, was die Notenbanken noch so leisten können. Die Performance am Markt, ja, spiegelt sich zumindest dort nicht mehr wieder. Apropos Performance, ich habe noch diese Grafik für euch. Ja, diese soll ich noch nicht zeigen, aber habe ich auch noch für euch. Das Bild habe ich euch gezeigt vom, das ist der S&P 500, hatte ich euch gepostet auf meinem Twitter-Account. Könnt ihr gerne folgen. Mitte März oder Ende März war das, also mitten im Abverkauf, wo ich gesagt habe, Achtung, Quartalsstart wird jetzt wichtig, Quartalswechsel. Damals ging es steil nach unten, Panik war am Markt. Und da habe ich gesagt, wenn der Quartalsstart gut wird, oder ist gut geworden, beziehungsweise stabil, dann ist eine starke Bärenmarkttrennung möglich, die eben von den Bären auch genutzt werden könnte im Anschluss. Also rechte Schulter im S&P 500, hier zu sehen, großes Bild, S&P 500,
Und dort sind wir nun hingelaufen. 2,9, 3000 ist eine wichtige Zone dafür. Und jetzt ist dort die Entscheidung, die muss jetzt gefallen werden. Also der S&P 500 muss jetzt seine Gipfelbildung aus. Ja, muss es jetzt in die Gipfelbildung übergehen, um eben die rechte Schulter auszubilden. Aber zeigen möchte ich damit eben auch, dass bereits März zum großen Abverkauf so eine Bärenmarkt-Rallye sehr gut reingepasst hat, auch ins bärische Bild. Und das habe ich damals gepostet, okay, Gegenbewegung ist möglich, auch eine heftige Gegenbewegung, aber als mit bärischer Grundstruktur, dass es danach bärisch weitergehen kann. Jetzt ist diese Bewegung sehr weit fortgeschritten und die Stimmung am Markt ist, okay, das war's für die Bären, jetzt geht es nur noch bullisch weiter. Aber vor gut 2 Monaten, da war die Bewegung, die so einsetzen sollte, durchaus einen bärischen Grundcharakter gehabt. Aber jetzt ist das alles vergessen, jetzt gibt es nur noch die Bullen. Also das ist eine ganz wichtige Phase, jetzt auch für den S&P 500, den breiten US-Index, ist in diesem Niveau angekommen und er müsste jetzt in die Gipfelbildung übergehen. Ansonsten hält sich das Bild dort wirklich auf. Performance, ja. Das wollte ich jetzt euch noch zeigen hier. Sehr interessant. Haben wir heute auch wieder. Wir erleben ja immer wieder, in der Nacht gibt es die meiste Bewegung. Danach gibt die meiste Bewegung. Wieder mal ein Aufwärtsgap. Gestern gab es Schwäche in den Schluss hinein, US-Indizes. Jetzt die nächtlichen Future waren wieder stärker. Und dieses Bild ist auch sehr interessant. Performance der letzten Tage für ein S&P 500 US-Index. Die meiste Bewegung gab es in der Nacht. Wenn die Börsen dann offen waren, die Aufwärtsgap hatten, ist dann gar nicht mehr viel passiert. Da waren wir in so einem Seitwärtsrange schon gestern wieder. Hoher Start gelungen. Hoher Start dank Future. Und danach kaum noch Bewegung im regulären Handel. So langsam könnte man die Opening Bell auch abschaffen. Nun gut, das war ein Blick durch diese kleine Reihe. Heute im Fokus steht noch, dass vor allem zumindest das Fed Beigebuch, das ist der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank bzw. der regionalen Notenbanken, der 8 regionalen Notenbanken, Fed New York, Cleveland etc. Diese geben ihren Konjunkturbericht an. Das ist dann etwas der ungeschönte Blick auf die Wahrheit. Da schaut man nun genau hin, wie es um die US-Wirtschaft steht. 20 Uhr wird dieser Konjunkturbericht veröffentlicht. Könnte von erhöhtem Interesse sein. Der DAX, zumindest ein regulärer Handel, der Xetra DAX wird geschlossen sein schon, aber die US-Indizes werden darauf noch reagieren können. Also Beigebuch heute durchaus im Blick. Nun gut, das war der kleine Blick. Jetzt schauen wir auf unsere Märkte, auf unsere Indizes und wollen dann mal den DAX noch im Detail besprechen. Bevor wir dorthin gehen, habe ich noch ein paar kleine Shorts für euch. Gut, wir blicken hier hin, den kennt ihr nun auch schon, hatte ich euch aller Regelmäßigkeit gezeigt. Wir haben den Nasdaq ja nun auch schon im kurzen Gespräch hier hatten. Das ist der Nasdaq-Index seit der Dotcom-Bubble. Finanzkrise hier zu sehen, das ist eben die Rekordhäuser, die ich erwähnt habe, wo eben gar nichts passiert ist. Ne? Jetzt lebt man hier oben in der größten Rezession seit 80 Jahren für die US-Wirtschaft und der Nasdaq 2% unter seinem Allzeithoch. Ja, meine Güte, das ist ja. Man erwartet eine wirklich schöne Quartalssaison mit vielen Gewinnen und das Risiko ist nicht wirklich zu erkennen. Aber wenn man hier auch hinblickt, also weiß dargestellt sind immer die Rezessionen. Hier ist zur Finanzkrise, da waren wir auch noch zu Beginn der Rezession direkt am Hochpunkt. Hat sogar noch mal einen kleinen Rebound gesehen, inmitten der Rezession. Und jetzt stehen wir auch am Anfang der Rezession, ist ja nun erst im vergangenen Monat gestartet, sind wir reingerutscht und vielleicht kommt hier eben wieder was nach. Wir hatten ja auch immer starke Rebound-Bewegung. Also vom Bild her sicher ist das noch nicht. Wir gehen ja gerade erst in diese wirtschaftlich schwache Zeit hinein. Von V-Erholung, L-Erholung, U-Erholung haben wir ja gestern im Video gesprochen, dass sich das durchaus hinziehen kann. Und vielleicht gibt es wird dieses Muster eben wieder, findet eben wieder Anwendung und wird eine Wiederholung erfahren. Also geht direkt vor der Rezession, reingerutschen Rezession, noch ein Hochpunkt ausgebildet, kann immer noch gut ins Muster passen. Nasdaq schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz im Detail an, hatte ich gestern schon gepostet, da sind wir nun reingezoomt, das war das Allzeithoch, die Korrektur und nun fast die V-Erholung hochgelaufen. Der ja, Nasdaq hat sich ziemlich eingekeilt, direkt in die Spitze gelaufen. Vielleicht kommt er nun doch bald Dynamik auf hier, 2% unter dem Allzeithoch. Wir werden sehen, diese Grafik nur kurz eingespielt. Blicken jetzt aber langsam auf unseren DAX.
den Quartal schaut, den habe ich euch nun auch schon, zeige ich euch das ganze Quartal, also wo ich das Twitter-Bild hier veröffentlicht habe, habe ich auch den Quartalschart hier veröffentlicht. Da sind wir hier unten reingekommen in das neue Quartal, war eben die Chance unten aufgesetzt am Support untere Bollinger Band, Retracement, dass wir eben durchaus diese Zone hier ausfüllen können. Und an der F3 haben wir lange geknabbert, aber diese Woche hineingerutscht und jetzt doch mit Zug an die Oberkante. Die Oberkante des mittleren Bollinger Band verläuft bei 11.607. Und das könnte heute durchaus im Fokus rücken. Also die Quartalsrange ist hier gut durchlaufen. Hier ist die Dotcom-Bubble, hier ist die Finanzkrise. Und ich habe es euch auch gesagt, wir sind noch relativ früh in dieser Bewegung. Die erste Quartalskarte, die wir jetzt neben der Abverkauf hingesetzt haben. Die Dotcom-Bubble hat man sehr viele Quartalskerzen. Auch die Finanzkrise, die eigentlich schnell durchlaufen ist, hat man viele Quartalskerzen. Also viele Jahre sind da auch sind dann auch verstrichen. 2008 war der Hochpunkt, das Niveau Vorkrisenniveau hat man dann 2013 wieder. Jetzt sind wir hier, erster Abverkauf, erste Quartal. Also ich hatte es euch gestern schon gesagt, eigentlich hat man Zeit, hier noch zwei Quartalskerzen daneben zu setzen in diese Zone. Dann wird vielleicht irgendwann diese Formation auch näher ausgebildet. Und danach können wir weiterschauen. Also, dass man immer sehr, sehr früh in dieser Bewegung steht. Also gar nicht viel passiert, das erste Quartalskerze. Normalerweise in diese großen neuen Marktphasen nehmen einfach ihre Zeit in Anspruch. Die Quartalsrange wäre nun bei 11,6 gut durchlaufen und zum Monatsschluss wird es nun durchaus sehr interessant. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist dieses Bild, wiederhole ich mich auch immer wieder, weil wir nun mitten in dieser saisonalen Phase sind. Sell Me and Go Away ist ja eingezeichnet für den DAX seit 15 Jahren bis September. Mai bis September sind diese weißen Umrandungen dargestellt für jedes Jahr und hier oben habe ich es mit Fragezeichen dargestellt. Laufen wir eben weiter hoch. Diesmal fällt Sell and Me aus. Gibt keine Saisonalität. Wir steigen eben weiter mit der V-Erholung. Oder gibt es diese eben doch? Wie gesagt, soll nicht immer der 1. Mai sein. Mai ist meistens noch gut. Ende Mai dann der Umschwung. Und wir sind ja schon leicht drüber gelaufen. Das ist schon etwas ungewöhnlich. Gab es zwar immer mal wieder, wenn man hier auch so reinschaut und hier. Aber wir sind etwas rüber gelaufen. Und dann, jetzt fällt es komplett aus. Oder kommt doch eben noch die Saisonalität und schlägt zu. Die Zeit in den Sommermonaten ist auf alle Fälle da. Und ausgerechnet diesmal nach der starken Rallye, die wir gesehen haben, und mit dem fundamentalen Gerüst, was wir haben, mit einem sehr heftigen Eindrücken der Weltwirtschaft, diesmal nicht. Diesmal wird es die V-Erholung. Wir werden sehen, das ist hier also quasi schwarz auf weiß dargestellt, beziehungsweise grün und rot auf schwarz dargestellt. So war die Lage jedes Jahr. Fraglich, ob es diesmal wirklich komplett anders sein wird. Wir blicken jetzt auf den DAX-Monatschart. Hier ist auch die Formation gut zu erkennen. Hier die linke Schulter, mögliche linke Schulter, Kopf, Kopf. Und jetzt die Phase hier, vielleicht ausbilden der rechten Schulter, was man im Quartalschart auch gesehen hat, wo eben noch gut zwei Quartale daneben passen könnten hier. Dann könnte man gut drüber wachsen hier. Die Zeit wäre da. Der Monatsstart, der war oberhalb von dem gleitenden Durchschnitten hier eben 100 und Essen mal 100, zwar immer die Chance, dass man doch noch das Oberquartalziel anlaufen kann, über 11,3 Richtung 11,5, jetzt sind wir an der 11,6 dran und ist nun die wichtige Zone, wenn man den Monatsschluss wirklich oberhalb, beziehungsweise den Monatswechsel, also Monatsbeginn muss auch oberhalb der 11,6 reinkommen würden, wenn dies gelingen kann, dann wäre wirklich im Juni diese Zone hier noch möglich, Richtung 11,9 wäre diese Zone zum mittleren Bollinger Band noch möglich, wenn es denn gelingen kann. Heute könnte die 11,6 zumindest im Fokus stehen. Unterhalb, wenn wir uns nicht halten können, bilden die 3,340, die 300 einen ersten wichtigen Support. Darunter kann es dann doch schnell wieder eine Eintrübung geben. Auch interessant eben der MACD, welcher einer seiner wenigsten Verkaufssignale hier generiert hat, unten zu sehen. Wenn er eben scharf kreuzt, gab es zweimal in den letzten 5 Jahren, hier einmal 2015 ausgebildet, gab es den ersten Abwärtswelle, dann nochmal einen starken Rebound, genau auf diesem Niveau, wo wir jetzt sind im Übrigen, ne, also das Niveau passt sogar sehr gut, starken Rebound und dann die zweite Welle, dann am Allzeithoch gab es diese Bewegung auch nochmal, dann wieder die Gegenbewegung und dann die zweite Abverkaufswelle. Hier nun auch scharf gekreuzt, MACD, seltene Verkaufssignal, Gegenbewegung und nun, diesmal nicht, diesmal V-Erholung in die Saisonalität hinein. Ich weiß es nicht. Ich
Wie gesagt, ihr kennt meine Videos, ich bin da skeptisch, dass das diesmal wirklich alles anders sein wird. Aber die 11.6 ist jetzt durchaus wichtig an dem Monatswechsel oberhalb, dann wäre wirklich, dass diese Zone im Juni noch möglich, dass man ins mittlere Bollinger Band anläuft. Unterhalb, wenn wir sogar weiter zurückfahren, unter die 11.3, dann könnte das Monatsschluss unterhalb der 11.3, könnte es wirklich für den Gipfel sprechen, dass man sich wirklich nun nach unten zur Saisonalität traut, mit dieser wichtigen Zwischenzone bei den gleitenden Durchschnitten 10.5, 10.3 und den zweiten Schritt dann Richtung 9.000 passen zur Saisonalität, hier diese Kante runterschlagen. Aber übergeordnet hat man eben Zeit, hier eben eine Seitwärtstrend auszubilden. Ähnlich wie hier, haben wir ja gesehen im Quartalschart, dass da eben, wie gesagt, etwas Zeit ist und man gut noch zwei Quartalskerzen daneben ausbilden kann. Das wären eben diese Monate, die man hier ausbilden könnte, wie hier auf dieser Seite ungefähr, ne? Runter, hoch, runter. Kann ich mir vorstellen, dass wir in dieser Zone hier volatil uns bewegen können. Und dann ist eben auch der Bereich um 9.000 wieder möglich. Gut, der Monatschart. Wir blicken in den Wochenchart. Wir hatten lange das Seitwärtsgeschiebe hier, Wochenkerze neben Wochenkerze, Wochenkerze neben Wochenkerze ausgebildet, Unsicherheit, wie es nun weitergehen soll. Hatten wir hier oben am Allzeithoch aber auch, ne? Ging es nur noch um kleine Schlagzeilen, Handelsstil läuft super etc., war früher die Schlagzeile, heute ist die Schlagzeile. Wir haben fast einen Impfstoff, wir haben einen Test bestanden mit 5 Leuten in der Probe. Genau diese Meldung von damals sind jetzt, haben wir ein neues Kleid bekommen und das haben wir in diesem Auf und Ab hier nebeneinander Kerzen haben wir das gesehen. Jetzt gab es einen Ausbruchversuch auf der Oberseite. Den gab es hier am Allzeithoch aber auch, bevor dann danach der Rutsch erfolgte. Zu sehen auch hier die 340, 300 war der wichtige Widerstand. Der erste darüber war die Tür offen zur 11.5 und 11.6. Und das, da kommt mit der harte Widerstand ins Spiel. Wir hatten ja 11.608, habe ich euch, glaube ich, im Quartalschart gerade gezeigt. Hier ist das mittlere Bollinger Band bei 11.607. Also da kommt jetzt einiges zusammen. Könnte heute im Fokus stehen. Und oberhalb bekommen nun wirklich viele Widerstände. Hier kommen die ganzen gleitenden Durchschnitte runtergelaufen. EMA 200, EMA 100, SMA 200, SMA 100. Die kommen hier im Wochenchart nun alle runter. Hier muss man erstmal durch. Wenn man hier durchkommt, Richtung 12.2, ja, dann hat sich das Bild wirklich aufgehellt. Aber jetzt klopft man erstmal an der 11.6 am mittleren Bollinger Band. Und da kann es nun schwierig werden, ähnlich vielleicht wie hier am Alt, dass das Muster wirklich wiederholt, was man jetzt schon seit Wochen ein bisschen wiedererkennt, dass sich das vielleicht wirklich, dass dies wirklich eine Wiederholung finden kann und man dann hier, wie im Monatschart gezeigt, man eine volatile Range ausbilden kann, die meiner Meinung nach durchaus 2000 Punkte umfassen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Gut, also hier auf Wochensicht. Stellt die 300, die 340 einen ersten Supporter. Oberhalb ist die Spanne Richtung 447, 542 Richtung 610 knapp, nenne ich es einfach mal hier 607, aber gut, 610. So mittlere Bollinger Band wäre hier auf Wochensicht offen. Dort muss Schwäche einsetzen in den Monat, ansonsten hält sich das Bild etwas auf. Etwas aufhören würde heißen, der EMA 200 drückt in den Fokus und der wäre bei aktuell 11.685 lokalisiert. Aber das mittlere Bollinger Band bei 600 ist nun schon eine interessante Zone. Wie gesagt, auch die obere Zone der Quartalsrange dieser Neutralen. Unterhalb der 300, 340 droht hingegen die Eintrübung und bei Bruch unter die 11.000 dürfte sogar der Gipfel kompliziert sein. Man geht dann wieder in diese Zone hier über Richtung 10.860, 10.670. Nun gut, wir zoomen noch hinein in den DAX-Tageschart. Jede Kerze stellt nun einen Tag dar. Das ist unsere Tageskerze. Gestern sind wir hoch reingekommen, per Aufwärtskerze, wie eingangs im Studio erwähnt, in der Grafik. Die meiste Bewegung gibt es außerbörslich. Die meiste Bewegung gibt es in der Nacht außerbörslich, tagsüber nicht mehr viel. Die meiste Bewegung außerbörslich heißt, wir sind per Gap reingekommen, haben die Future nachgebildet und dann im regulären Handel hat man nur noch einen kleinen Doji ausgebildet, dass nicht mehr viel passiert im regulären Handel. Kleine Tageskerze auch. Und ja, dort stehen wir nun, haben die Range auch gut verteidigt, die ich euch gestern hier eingezeigt habe. 447 über 500 Richtung 542, nichts passiert. Diese Zone steht eben heute auch wieder im Fokus, gerade 430, 447 im Blick. Oberhalb haben wir die Spanne weiter aktiv Richtung 500, 542. Und darüber ist der Sprung eben, wie erwähnt, zur 610 möglich.
hier im Tagesschau kommt da noch ein Widerstand runtergelaufen. Der SMA 100, der GDI 100 bei 623, 624. Also kommt auch in diesen Bereich hinein zur Unterstützung hier zu sehen. Also bleiben wir oberhalb, können wir vielleicht sogar die 500 direkt verteidigen. Aber wichtiger Rebound-Zone wäre vielleicht die 430, 447. Aber oberhalb der 500 reinkommen, hätten wir schon die Spanne so 542 und dann die Chance eben so 610, 624 zu laufen, dass man hier die Tageskerze hinsetzen könnte und eben die 600 eben mal tangieren. Vielleicht auch den SM 100 hier bei 6, was habe ich euch gesagt, 6,20 waren es, 624, 623 wäre das hier, wo eine kleine Tageskerze wieder hingesetzt werden könnte. Und dort müsste dann wirklich Schwäche langsam mal einsetzen, speziell in den Monatsschluss hinein. Fallen wir hingegen unterhalb der 430, 447, geht es zum Gap Close. Bei 390 haben wir das ja noch offen. Erster Schritt, aber zweiter Schritt wird dann wahrscheinlich, dass wir die 340 und den EMA 100 bei 290 sehen. Also fallen wir unter 430, 447, 390, erster Schritt. Gap Close, weiter Schritt, sehen wir die 340 und 290. Wäre dann diese Spanne, die wir ausbilden könnten. Oberhalb ist diese Range heute im Fokus Richtung 610, 624, sofern wir über die 542 kommen. Unterhalb der 300 setzt es wirklich die erste Eintrübung und der Gipfel für diese Woche könnte komplettiert sein und vielleicht sogar könnte man übergeordnet an eine Gipfelbildung denken. 245, 235 wäre dann zu 985 Richtung 11.075, 11.030. Darunter, wie gesagt, wirklich ernste Gipfeltendenzen. Nun gut. Das soll es eigentlich soweit gewesen sein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr gerne täglich informiert werden möchtet, früh morgens über das Marktgeschehen, dann einfach abonnieren und oder mal ein Like da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten werden wir sehen, wie wir gleich hereinkommen werden, der hohe Start und dann wieder Langeweile in regulären Handel. Wichtig heute Konjunkturbericht der USA, das Basebook der Fed, aber erst am späten Abend um 20 Uhr. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, Zuhören und wir sehen uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net.